kleine Verbesserungsidee zur alten Variante vom Primus Omnifuel Benzinkocher. Die neue Variante gibt es zwar schon seit ein paar Jahren, aber Stand heute kann man auch dieses Ding hier immer noch neu kaufen und außerdem werden das ohnehin ganz viele noch im Gebrauch haben. Denn an sich halten diese Dinger eigentlich ganz lange durch. Das Einzige, was mich mega nervt, ist, dass sich immer wieder diese Brennertulpe hier lockert. Dazu geliefert gibt es übrigens dieses kleine Multitool hier, was ich heute bestimmt zum 30. Mal verwende, um diese Schraube hier hinten, die die Brennertulpe festhält, mal wieder festzuziehen. Ehrlicherweise kann ich dem Konstrukteur des Kochers jetzt auch gar nicht so einen großen Vorwurf machen, denn dieses Fensterchen hier, in dem das Rohr der Brennertulpe hin und her klappert, das hätte er auch nicht kleiner bauen können, denn da muss immerhin diese Armatur hier noch durchpassen, wenn man diesen ganzen Brennereinsatz ein- und ausbauen möchte. Und da kommt meine Idee ins Spiel, und zwar in Gestalt dieses kleinen backenzahnförmigen Blechs. Wer so einen Kocher auch hat, dem ist bestimmt schon aufgefallen, dass diese zwei kleinen Löcher da eigentlich gar nicht reingehören. Die habe ich nämlich extra da reingebohrt, und zwar um diesen kleinen Backenzahn daran zu befestigen. Also ungefähr, naja, so, wenn es denn hält. Und jedes Mal ist das doch wieder erstaunlich, wie schwer das ist, vor laufender Kamera hier so eine kleine Unterlegscheibe anzufädeln. Irgendwann hat es dann auch bei den Muttern geklappt. So sieht das fertige Teil jetzt aus und ich hoffe natürlich, dass mich dieser kleine Kocher hier mit seinem Rumgeklapper in Zukunft in Ruhe lassen wird. Eine Sache habe ich noch vergessen. Die drei kleinen Beinchen, die können nämlich trotzdem noch ganz normal zusammengeklappt werden. Da ist sich nichts im Weg.